Ein Kunde hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass nur noch rostiges Wasser aus seiner Warmwasserleitung kommt. Der letzte Service war zwar nicht so lange her, jedoch habe ich Böses vermutet. In diesem Video erfahrt ihr, was beim letzten Service schiefgelaufen ist. Es handelt sich beim Modell um einen 300 Liter Elektroboiler von der Firma Tobler. Hier seht ihr das Werkzeug, das ich für den Einsatz heute benötige. Beim Kunden angekommen werden zuerst die Sicherungen des Boilers ausgeschalten. Auch der Tag-Nacht-Schalter wird auf Null gestellt. Jetzt kann die Wasserzuleitung des Boilers abgestellt werden. Es ist nicht nötig, die Hauptleitung zuzudrehen, es reicht, wenn man die Zuleitung des Boilers abstellt. Leider ist in dem Raum, in dem der Boiler steht, kein Bodenablauf vorhanden. Aus diesem Grund muss ich die Pumpe verwenden, um das Wasser, das aus dem Boiler kommt, in das Waschbecken daneben zu leiten. Den Schlauch kann ich beim Entleerventil hinter dem Boiler anschließen. Diesen verbinde ich jetzt mit meiner Pumpe. Wenn ihr einen Bodenablauf hättet, könntet ihr den Schlauch auch direkt da hineinführen. Jetzt wird noch der Schlauch, der von der Pumpe wegführt, angeschlossen und in das Waschbecken gelegt. Den Schlauch könnte man auch in eine andere Ablauföffnung führen. Wenn alles vorbereitet ist, kann das Entleerventil hinter dem Boiler mit einer Vierteldrehung geöffnet werden. Damit kein Unterdruck im Boiler entsteht und das Wasser gut abfließen kann, muss ich noch eine Warmwasserentnahmestelle öffnen. Jetzt kann ich die Pumpe einschalten und das Wasser fließt super ab. Bei diesem Modell befindet sich die Magnesium-Schutzanode oben beim Boiler. Um an die Anode ranzukommen, muss ich die Abdeckung entfernen und auch einen Teil von der Isolation. Um die Anode zu lösen, brauche ich ziemlich schweres Geschütz. Hier ist sogar eine 45er Nuss benötigt. Mit genug Power kann man das Ding jedoch lösen. Jetzt sehen wir dann gleich die böse Überraschung. Leider hat die Vorgängerfirma beim letzten Service die Opferanode nicht ausgetauscht. An diesem Ding ist praktisch nichts mehr dran. Logisch, dass der Boiler intensiv am Rosten war. Jetzt geht's ans Öffnen des Serviceflansch. Mit einem Schraubenzieher kann ich ganz einfach die Abdeckung des Flansch lösen. Hinter der Abdeckung ist das Elektrische versteckt. Ich verwende einen Multimeter, um wirklich sicher zu gehen, dass auch kein Strom mehr auf dem Boiler ist. Wenn man das vergisst, kann es lebensgefährliche Folgen haben. Jetzt kann ich den Stromanschluss mit gutem Gewissen entfernen. Da ich alle Kabel entfernen muss, markiere ich diese mit einem Filzstift. Das mache ich, damit ich diese nachher wieder richtig zusammenbauen kann. Jetzt kann die ganze Elektrik entfernt werden. Der Rahmen mit dem Kabel wird auf die Seite gelegt, damit genug Platz geschaffen wird. Bereite den Steckschlüssel nun mit einer 13er Nuss vor. Jetzt löse ich alle Schrauben mit dem Schlüssel an. Von Hand können nun alle Schrauben problemlos entfernt werden. Jetzt kommt mir auch schon der Deckel entgegen. Nun ist das Heizelement gelöst und ich kann es endlich aus dem Boiler entfernen. Hier seht ihr, dass es schon ein bisschen von Rost angefressen ist. Jetzt kann ich noch die alte Dichtung wegnehmen. Diese wird nämlich auch bei jedem Service ausgetauscht. So sieht das Ganze dann leider aus, wenn die Opferanode nicht bei jedem Service ausgetauscht wird. Hier noch einen kurzen Blick ins Innere des Boilers. Mit einem Wassersauger wird jetzt der ganze Kalk und das Restwasser vom Boiler ausgesaugt. Mit dem Gummihammer noch kurz die Wände abklopfen, damit sich wirklich jeder Schmutz von den Wänden und aller Kalk löst. Nochmal mit dem Sauger rein, dass wir wirklich alles erwischen. Das Heizelement wird jetzt mit einer Bürste gereinigt. Auf keinen Fall spitze oder scharfe Gegenstände verwenden, ansonsten kann Rost und Kalk nachher viel schneller ansetzen. Hier seht ihr die neue Magnesiumschutzanode, die wir gleich montieren werden. Zuerst löse ich den restlichen Schmutz von der Aufnahme. Jetzt drehe ich die Anode ein. Das Gewinde von der Aufnahme müsst ihr nicht einhanfen, dieses dichtet mit einer Gummidichtung ab. Die Anode wird jetzt noch mit einer Mutter gekontert. Jetzt ist alles vorbereitet und die Anode kann wieder montiert werden. Die Schutzanode wird jetzt ganz einfach von oben in den Boiler eingeführt. Von Hand kann man sie schon ein bisschen festziehen. Das Ganze wird jetzt wieder mit dem Steckschlüssel und der 45er Nuss angezogen.
Zum Abschluss wird die Isolation wieder reingesteckt und der Deckel kommt drauf. Jetzt kann das ganze Heizelement und der Flansch wieder zusammengebaut werden. Als erstes setze ich die neue Dichtung ein. Als nächstes kommt das Heizelement mit der Fühlerhülse. Jetzt wird die Abdeckung, genau gleich wie sie am Anfang montiert war, wieder auf das Ganze gesetzt. Von Hand werden nun die Schrauben vormontiert. Händisch werden alle Schrauben vorgängig gut angezogen. Jetzt kommt wieder der Steckschlüssel zum Einsatz. Es ist ganz wichtig, dass man über Kreuz anzieht, damit sich die Kraft auch gleichmäßig auf den Flansch verteilt. Zum Schluss kann man alle Schrauben noch einmal im Uhrzeigersinn ein bisschen nachziehen. Jetzt wird der Schlauch beim Entleerventil wieder entfernt und das Ganze wird verschlossen. Vergesst nicht, den Kugelhahn auch mit einer Vierteldrehung zu schließen. Die Boilerzuleitung kann langsam geöffnet werden. Mach dies nicht zu schnell, sonst kann es Druckschläge in der Leitung geben. Zu jedem Service gehört auch noch die Überprüfung des Sicherheitsventils dazu. Wenn man eine ganze Umdrehung macht und das Ganze wieder einrastet und das Wasser auch nicht mehr fließt, dann ist das Ventil noch in Ordnung. Damit sich kein Schmutz im Perlator sammeln kann, entferne ich diesen. Die Warmwasserentnahmestelle wird jetzt geöffnet, damit die Luft entweichen kann. Hier hört man ganz gut, wie sich das Ganze fühlt und die Luft entweicht. Zum Schluss sollte man noch das ganze System einige Minuten durchspülen. Der Flansch wird auf Dichtigkeit kontrolliert. Alle Kabel werden so angeschlossen, wie sie zu Beginn montiert waren. Da ich mir alles gut beschriftet habe, ist das kein Problem. Die Thermostatfühler werden in die Fühlerhülse eingeschoben. Jetzt können die Kabel des Heizelements mit dem Thermostat verbunden werden. So sieht der fertig montierte Flansch aus. An dieser Stelle kann man noch die Thermostateinstellung kontrollieren. Diese sollte nicht über 60 Grad sein. Der Rahmen wird wieder montiert und der Stromanschluss mit dem Thermostat verbunden. Die Sicherungen werden wieder eingeschaltet. Der Tag-Nacht-Schalter kommt auf Tag, bis der Boiler aufgeladen ist. Danach muss man unbedingt wieder auf die Nachtstellung wechseln. Wenn man das vergisst, muss man tief in die Tasche greifen. Um sicherzugehen, dass auch wirklich alles funktioniert, teste ich noch einmal mit dem Multimeter nach. Hier können wir schön sehen, dass der Strom fließt, also funktioniert alles tiptop. Die Abdeckung kann wieder angeschraubt werden. Zu guter Letzt kommt noch ein Aufkleber mit dem Termin für den nächsten Service an den Boiler. Hier sollte er nach 4 Jahren wieder gemacht werden. Wenn ihr nicht wollt, dass es in eurem Boiler so aussieht, dann solltet ihr den Service von einem Fachmann alle 3 bis 5 Jahre machen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte den Kanal und gebt dem Video ein Like. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link von unserer Homepage. Über diese könnt ihr uns kontaktieren und einen Termin für einen Boiler-Service buchen. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie man einen Elektroboiler durch einen Wärmepumpenboiler ersetzt, dann schaut noch dieses nächste Video.